This government has rolled back the frontiers of the state and will roll them back still further. Privatization is on the move. Diese Regierung hat die Grenzen des Staates zurückgedrängt und sie wird sie noch weiter zurückdrängen. Privatisierung ist im Kommen. Unsere Politik ist so beliebt, dass sie auf der ganzen Welt kopiert wird. Millionen wurden bereits zu Aktienbesitzern. Millionen mehr können es durch die Privatisierung von British Gas, British Airways, britischen Flughäfen und Rolls-Royce werden. British Airways, British Airports and Rolls-Royce. Der Verkauf von staatlichem Eigentum an private Investoren. Für die britische Premierministerin Margaret Thatcher war dies nicht nur ein politisches Programm, es war ihr Kreuzzug, eine konservative Jahrhundertreform, um Millionen Briten zu, wie sie es nannte, Volkskapitalisten zu machen. Mit dem Verkauf einst staatlicher Konzerne, der Eisenbahn, des Energiesektors, von Wasserbetrieben, Werften und Flughäfen löste die Eiserne Lady eine Privatisierungswelle aus, die weltweit Nachahmer fand. Der Thatcherismus wurde von einem unbedingten Glauben an den Markt getragen, der den Staat, wo es nur ging, ersetzen sollte, sagt der Wissenschaftler und Privatisierungsexperte Ernst Ulrich von Weizsäcker. Das war zweifellos eines der ganz großen Motive der ersten großen Privatisiererin Europas, nämlich Maggie Thatcher. Die wollte ständig Steuern senken und brauchte dafür Geld und musste sie Kasse machen und musste furchtbar viel privatisieren. Und sie wurde getragen von einem Zeitgeist, der behauptete, Privatwirtschaft und Märkte seien per Definitionem effizienter als öffentliche Anstalten. Das war einfach Zeitgeist. Und wenn man in diesem Zeitgeist lebt, dann sieht es so aus, als hätte man eine doppelte Legitimation. Erstens Effizienz und zweitens Kasse machen für den Haushalt. Seit Anfang der 90er Jahre wird auch in Deutschland im großen Stil privatisiert. Was genau der Staat dabei mit den Privaten vereinbart, bleibt allerdings geheim. Sofern solche Verträge vereinzelt bekannt wurden, dokumentieren sie, dass die öffentliche Hand dabei meist kein gutes Geschäft macht. Immer wieder werden die Interessen der Bevölkerung dem Streben der Privaten nach sicheren Gewinnen geopfert. Nicht selten bleibt bei der Privatisierung die demokratische Kontrolle auf der Strecke, weil selbst Parlamentariern der Einblick in die Verträge verwehrt wird. In Deutschland begann die erste große Privatisierungswelle nach dem Zusammenbruch der DDR. Damals wurde die Treuhandanstalt beauftragt, DDR-Vermögen und Betriebe zu privatisieren, erklärt der Journalist und Buchautor Werner Rügemer. Das passierte vor 1990 bis 1994 und das war auch für den Westen Deutschlands der Anstoß, um also über die Privatisierung von Stadtwerken, von Wasserwerken und von allen möglichen anderen öffentlichen Unternehmen nachzudenken. Die größte Teilprivatisierung innerhalb der Europäischen Union fand 1999 in Berlin statt. Auch in der Großen Koalition des Berliner Senats herrschte damals die Überzeugung, dass private Unternehmen effizienter, moderner und günstiger seien als die vermeintlich trägen Berliner Wasserbetriebe, erinnert sich Harald Wolff von den Linken, der, damals noch in der Opposition, die Teilprivatisierung bekämpfte. Die damalige CDU-SPD-Koalition hatte in ihrem Haushalt ein riesiges Milliardenloch und das war die wesentliche Triebfeder für die Teilprivatisierung der Wasserbetriebe. Vor dem Hintergrund, dass in den 90er Jahren alles, was unter dem Stichwort Privatisierung lief, als modern galt. Jeder, der politisch die kommunale Verantwortung für die Daseinsvorsorge und für öffentliche Unternehmen plädiert hatte, als rückwärtsgewandt, antiquiert und jemand, der die Zeichen der Zeit nicht verstanden hat. Und vor diesem Hintergrund haben dann CDU und SPD diese Teilprivatisierung durchgesetzt. Im Oktober 1999 verkaufte Berlin knapp die Hälfte der Wasserbetriebe für rund 1,7 Milliarden Euro an die privaten Versorger RWE und den französischen Wasserkonzern Veolia, der damals noch Vivendi hieß. Die sozialdemokratische Finanzsenatorin Annette Fugmann-Hesing feierte das Vorhaben damals als Modellprojekt für ganz Deutschland. Das Verfahren dieser Gesetzgebung und dieser Privatisierung hat Pilotcharakter in der Bundesrepublik. Fest steht nun, private Investoren dürfen in öffentlichen Unternehmen und zwar auch in solche der Daseinsvorsorge einsteigen, selbst wenn es sich bei diesen Unternehmen um solche mit Monopolstellung handelt.
Der Teilverkauf des Wassermonopols sollte zu einem Paradebeispiel dafür werden, wie sich die Erfüllung staatlicher Aufgaben mit Hilfe der Privatwirtschaft besser und billiger erledigen lässt. Zudem hatte der Senat mit der Partnerschaft Großes vor. Berlin sollte in Zukunft gemeinsam mit RWE und Vivendi im internationalen Wassergeschäft mitmischen. Die Stadt könne von diesem weltweit boomenden Zukunftsmarkt profitieren, versprach der damalige CDU-Wirtschaftssenator Wolfgang Brannoner. Mit dem Konsortium von RWE und Vivendi haben wir zugleich zwei Partner, die bei den internationalen Wettbewerben wichtig sind. 600 Milliarden D-Mark ist das Privatisierungsvolumen international. Wir können uns als Konsortium BWB, RWE und Vivendi versuchen, ein Stück davon abzuschneiden. Brannoner versicherte, dass der Verkauf des Tafelsilbers nicht nur den hochverschuldeten Haushalt entlaste, sondern auch den Grundstein für Berlins wirtschaftliche Zukunft legen werde. Mit der Senatsentscheidung ist nicht nur ein wesentlicher Konsolidierungsbeitrag für den Berliner Haushalt gelungen, wegweisend ist die Umsetzung des Prinzips Gestalten statt Besitzen, mit dem hier aus altem Tafelsilber neues Vermögen entsteht, mit dem sich Berlin für das neue Jahrhundert profiliert. Und damit wird zugleich auch schlüssig die Frage beantwortet, was Berlin nach dem Verkauf seines Tafelsilbers zur Konsolidierung auch seiner Finanzen und zur Dynamisierung seiner Wirtschaftsentwicklung tun kann. Die Berliner Wasserbetriebe als internationaler Konzern. Mehr als 11 Jahre danach ist das ein Wunschtraum geblieben. Ganz im Gegensatz zur fortschreitenden Privatisierung, bei der einst staatliche Dienstleistungen von privaten Konzernen umgesetzt werden. Mehr als 200 dieser öffentlich-privaten Partnerschaften gibt es heute auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Private Unternehmen bauen und betreiben für den Staat Schulen, Sporthallen, Kindergärten, Autobahnen, Bürogebäude, aber auch Gefängnisse als sogenannte Public-Private Partnerships oder auch kurz PPP. Public-Private Partnership ist ja ein sozusagen Rundum-Sorglos-Paket. Der private Investor übernimmt ja nicht nur, wie traditionell, sozusagen den Bau oder das Sanieren von Schulen, sondern er bietet ja über einen langen Zeitraum, und zwar in der Regel 30 Jahre, auch den vollständigen Betrieb, also mit Hausmeistern, Techniken, Energieversorgung und so weiter. Und er bietet noch die Finanzierung. Das heißt, dieses Rundum-Sorglos-Paket, wo der Investor alle bisher öffentlichen Aufgaben übernimmt, lässt sich der Investor teuer bezahlen. Wie teuer so ein Rundum-Sorglos-Paket die Bürger zu stehen kommt, das bleibt fast immer geheim. Denn die exakten Vereinbarungen über Gewinnmargen und die Risikoverteilung zwischen Staat und Privat werden in oft tausende Seiten dicken Vertragswerken festgehalten. Sämtliche dieser Public-Private-Partnership-Verträge unterliegen der Geheimhaltung. Selbst wenn bei so einer Kooperation Milliardenschäden für die öffentliche Hand entstehen, wie etwa beim Autobahn-Mautsystem Toll Collect. Weil die Mauttechnik zum vereinbarten Starttermin nicht funktionierte, sind dem Bund 5 Milliarden Euro Gebühreneinnahmen entgangen. Das Geld haben die beteiligten Firmen Telekom, Daimler und Cofiroute bis heute nicht erstattet. Zwar hat der Bund eine Schadensersatzklage angestrengt, aber bei PPP-Projekten gibt es die Vereinbarung, nicht vor ein öffentliches Gericht zu treten. Toll Collect ist das erste PPP-Projekt in Deutschland, das von der Regierung Schröder, der das ja aus England übernommen hatte, durchgeführt wurde. Und da zeigte sich ja auch schon das Problem der Geheimhaltung. Denn diese 17.000 Seiten des Vertrages hat auch kein Bundestagsabgeordneter bisher sehen dürfen. Wieso das so ist, erklärt der Berliner Rechtswissenschaftler Hans-Peter Schwintowski. Diese Verträge sind deshalb zunächst einmal geheim, weil die Gesetze, die wir haben, diese Vertraulichkeit ausdrücklich vorschreiben. Alles das, was in einem Unternehmen als vertrauliches Material herumliegt, das darf von denen, die in dem Unternehmen Einblick haben und Verantwortung tragen, nicht in die Öffentlichkeit gebracht werden. So steht es im Gesetz. Weil damit ja alle Wettbewerber die vertraulichen Informationen des Unternehmens wüssten. Das heißt, man wäre im Wettbewerb einfach nicht mehr handlungsfähig. Obwohl bei öffentlichen Unternehmen wie der Wasserversorgung Bürgerinteressen empfindlich berührt sind, gibt es keine Ausnahmen von dieser Regel. Ein Betrieb, der im öffentlichen Besitz gegenüber der Bevölkerung noch rechenschaftspflichtig ist, muss sich schlagartig verschwiegen geben, sobald er in eine private Rechtsform oder ein Public-Private Partnership überführt wird. In dem Augenblick greifen die Schutzvorschriften des Privatrechts nun zugunsten des Unternehmens. Der Bürger hat keinen Einblick mehr. Die Bürger haben tatsächlich überhaupt keine Möglichkeit herauszufinden, ob da vielleicht langfristige Klauseln in den Verträgen stehen, die nachteilig
für die Bürger, für die Gemeinde sind. Selbst die Parlamentarier sollen keinen Einblick mehr haben. Das heißt, die wichtigen Sachen, über die man eigentlich öffentlich reden muss, die müssen vertraulich bleiben. Die Geheimniskrämerei sorgt in der Bevölkerung für Empörung. Beispiel Autobahnbau. Hier lässt sich beobachten, wie mit PPP-Verträgen privaten Investoren über Jahrzehnte Renditen garantiert werden. Zurzeit werden 4 stark befahrene Autobahnabschnitte im Rahmen von Public-Private Partnerships durch internationale Großkonzerne in Deutschland ausgebaut. Als Entlohnung erhalten die Baufirmen einen Anteil der dort anfallenden Mautgebühren. Wie viel genau, das ist geheim. Allerdings kennt der Bundesrechnungshof diese Verträge und kommt in einem Gutachten zu einem vernichtenden Urteil. Aus Sicht der öffentlichen Hand sei der private Fernstraßenausbau nicht schneller und zudem unrentabel, kritisieren die Rechnungsprüfer. Gewinn machten allein die Bieterkonsortien, da sich für den Bund bei den bisherigen Projekten ein erheblicher wirtschaftlicher Nachteil ergibt, sollten sich die Prognosen der Bieter verwirklichen. Nachteilig seien die Verträge deshalb, weil darin der staatliche Anteil an den Mauteinnahmen für die nächsten 30 Jahre auf heutigem Niveau gedeckelt bleibe. Auf der anderen Seite soll der Lkw-Verkehr und damit die Mauteinnahmen in den nächsten Jahren rapide zunehmen. Für die Konzerne fließen dann Milliarden. Dennoch gilt auch hier, dass die Verträge zwischen dem Bund und dem privaten Konsortium geheim bleiben. Werner Rügemer zum privaten Ausbau der A1 zwischen Bremen und Hamburg. Der Vertrag hat etwa 36.000 Seiten und der Bundestag hat zwar diesem Vertrag im Prinzip zugestimmt, aber kein Abgeordneter hat je diesen Vertrag gesehen. Es hat sich ja gezeigt, dass auch auf Verlangen von Bundestagsabgeordneten die Hürden, um diesen Vertrag überhaupt sehen zu dürfen, für Abgeordnete sehr, sehr hoch sind. Und ich denke, das zeigt doch auch auf der Bundesebene, dass die Geheimhaltung dazu führt, dass die parlamentarische Kontrolle ausgehebelt wird. In Berlin halten die Geheimverträge des Public-Private Partnership bei den Wasserbetrieben bis heute Parlament, Gerichte und die Bevölkerung in Atem. Schon vor der Unterzeichnung hatte die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke gegen eine Gewinngarantie geklagt, mit der Senat private Investoren anlocken wollte. Sie sollte den Anteilseignern des Monopolbetriebes über Jahrzehnte hohe Renditen garantieren. Eine weltweit durchaus übliche Praxis, sagt Ernst Ulrich von Weizsäcker. International haben wir immer wieder festgestellt, dass wenn der Staat dringend auf Einkünfte aus Privatisierung angewiesen war und die Privatwirtschaft gar nicht so recht anbeißen wollte, dann hat man bestimmte Renditeversprechungen gemacht. Das durfte man aber um Gottes Willen nicht öffentlich machen, dann hätte es eine öffentliche Rebellion gegeben, also hat man es geheim gemacht. Für die Gewinngarantie ersann der Berliner Senat, RWE und Vivendi bei der Teilprivatisierung einen Trick. Sie stellen den Wasserkunden Finanzierungskosten in Rechnung, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, erklärt der Journalist Sebastian Heiser von der Taz. Ja, das Land Berlin hat den privaten Miteigentümern zugesichert, dass die auf die Kunden fiktive Kosten von denen bekommen können, die in Wirklichkeit gar nicht in dieser Höhe anfallen. Das heißt, die Kunden müssen mit ihrer Wasserrechnung auch Zinsen bezahlen und für die Abschreibungen bezahlen, obwohl die Kosten es in dieser Höhe gar nicht gibt. Und das heißt, es muss ein Gewinn am Ende entstehen. Und wenn man nicht an anderer Stelle unerwarteten Verlust macht, dann kommt da am Ende immer ein Gewinn bei raus. Die damals politisch maßgeblich verantwortlichen Senatoren Wolfgang Branona und Annette Fugmann-Hesing wollen sich zu der umstrittenen Gewinngarantie und der Teilprivatisierung öffentlich nicht äußern. Auch RWE zog eine Zusage für ein Interview kurzfristig zurück. Veolia war hingegen zu einem Gespräch bereit. Deren Konzernsprecher Matthias Kolbeck weist den Begriff der Gewinngarantie zurück. Wir haben keinen Gewinn in einer bestimmten Höhe garantiert. Keine 100 Millionen Euro im Jahr, keine 130, keine 80, sondern es gibt diese Regelung über die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals, die natürlich dazu beiträgt, dass die Berliner Wasserbetriebe in einem normalen Geschäftsjahr, wenn keine größeren Unfälle geschehen, Gewinn abwerfen. Das ist auch Sinn der ganzen Veranstaltung. Allerdings kassierte der Berliner Verfassungsgerichtshof die ursprünglich vom Senat versprochene Zinsgarantie schon im Oktober 1999. Die Tarife eines öffentlich-rechtlichen Unternehmens müssten sich an den realen Kosten orientieren.
Doch nicht einmal die Verfassungsrichter wussten zu diesem Zeitpunkt, dass sich die privaten Partner in dem Geheimvertrag mit einer besonderen Klausel sogar gegen ihr Urteil abgesichert hatten. Dort war vereinbart worden, dass das Land Berlin in jedem Fall den wirtschaftlichen Schaden in vollem Umfang auszugleichen habe, sollte der vereinbarte Garantiezins für verfassungswidrig erklärt werden. Thomas Rudeck ist Sprecher der Bürgerinitiative Berliner Wassertisch. Sie hat sich jahrelang für die vollständige Offenlegung der Geheimverträge eingesetzt, die den Passus enthält. Da steht drin, egal was der Gesetzgeber beschließt, egal was Gerichte entscheiden, die geheimvertraglich gesicherten Gewinngarantien für die Konzerne RWE und Veolia bleiben unangetastet. Also ganz egal, was rechtsstaatlich passiert, die Gewinngarantien bleiben unangetastet. Und das Schlimme ist, sie müssen sogar notfalls aus dem verschuldeten Haushalt Berlins bezahlt werden. Also man muss sich einfach mal die Bedeutung einer solchen Formulierung vergegenwärtigen. Nachdem die Große Koalition in Berlin zerbrochen war, fiel dem rot-roten Senat eine heikle Aufgabe zu. Finanzsenator Thilo Sarrazin und Wirtschaftssenator Harald Wolff mussten nun mit RWE und Veolia eine konkrete Alternativregelung zur ursprünglich vereinbarten Verzinsung aushandeln. In einer ebenfalls geheimen Änderungsvereinbarung einigte man sich schließlich auf eine neue Berechnungsmethode, die auf mittlere Sicht der ursprünglich zugesagten Verzinsung gleichkam. Der Wortlaut der Änderungsvereinbarung blieb gegenüber der Öffentlichkeit unter Verschluss. Wirtschaftssenator Harald Wolff. Gegenüber dem Parlament war der Wortlaut dieser Vereinbarung offengelegt. Ansonsten ist das Problem, dass alle Privatisierungsverträge oder auch alle Verträge über Verkäufe vertrauliche Verträge sind, weil man sie mit Privaten schließt. Da der Konsortialvertrag über die Teilprivatisierung 1999 als vertraulicher Vertrag geschlossen war, waren damit auch die Folgeverträge vertraulich. Allerdings bestanden nicht nur die privaten Konzerne, sondern auch der Senat auf Geheimhaltung, sagt Veolia-Sprecher Matthias Kolbeck. Der Senat von Berlin hat auch über lange Jahre einer Veröffentlichung der Verträge nicht zugestimmt und das auch schriftlich begründet. Das ist eine jüngere Entwicklung, dass der Berliner Senat seine Haltung dazu verändert hat. 2 Jahre nach dem erneuten Deal mit den privaten Partnern lehnte der rot-rote Senat einen Antrag auf Akteneinsicht ab. Begründung: Aus Sicht des Landes stellten die Wasserverträge in ihrer Gesamtheit ein schützenswertes Geschäftsgeheimnis dar. Sollten die Verträge bekannt werden, drohe den Beteiligten ein nicht nur unwesentlicher wirtschaftlicher Schaden. Welcher Art dieser wirtschaftliche Schaden bei dem Monopolbetrieb sein soll, bleibt rätselhaft. 2007 stellte die Grünen-Abgeordnete Heidi Kosch erneut einen Antrag auf Einsicht in die 180 Ordner zum Teilverkauf der Wasserbetriebe. Doch der Senat mauerte weiter. Ihr parlamentarisches Kontrollrecht müsse hinter den Geheimhaltungsbelangen der Unternehmen zurücktreten, teilte der Senat der Abgeordneten mit. 2010 klagte Kosche schließlich gegen diese Entscheidung vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof. Das Gericht hat dann entschieden, dass mit dem Teilprivatisierungsgesetz und dem Verkauf der Berliner Wasserbetriebe, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Akten Regierungsakten sind, dass aber der Verkaufsvertrag selber, dass der schon zu dem Verwaltungshandeln gehört und offen zu legen ist. Doch trotz des klaren Urteils der Berliner Verfassungsrichter im Juli 2010 bleiben die Akten weiter unter Verschluss. Doch der öffentliche Druck nahm zu. Mehr als 320.000 gültige Unterschriften hatte der Berliner Wassertisch für ein Volksbegehren gesammelt. Fast doppelt so viele, wie nötig gewesen wären. Abgestimmt wird am 13. Februar 2011. Dann müssen mindestens 25% aller Wahlberechtigten dafür stimmen, damit ein Gesetz zur Offenlegung nicht nur aller Verträge, sondern auch aller Beschlüsse und Nebenabreden verabschiedet wird. Thomas Rudeck. Diese Beschlüsse und Nebenabreden sind ganz wichtig. Als wir damals den Gesetzestext über mehrere Verteiler zur Diskussion gestellt haben, hat uns ein Ministerialbeamter, also ein Jurist aus der Verwaltung selbst, gesagt, Herr Rudeck, bitte fordern Sie nicht nur die gesetzliche Offenlegung von Verträgen, sondern nehmen Sie auch Beschlüsse und Nebenabreden mit rein. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Am 30. Oktober 2010 enthüllte schließlich die Berliner Tageszeitung Taz einen großen Teil der Wasserverträge. 10 Tage später zog der Senat nach, legte die Verträge offen und erklärte, weitere Nebenabreden gebe es nicht. Nun war schwarz auf weiß nachzulesen, was vorher nur vermutet wurde. Für die privaten Anteilseigner ist das Engagement in Berlin sehr lukrativ. Taz-Redakteur Sebastian Heiser. Sie haben jetzt bald das Geld, was Sie damals bezahlt haben, schon wieder als Gewinn rausbekommen. Nach nur 10 Jahren, der Vertrag läuft noch weitere 18 Jahre.
Und bis dahin wird sich das mehrfach gerechnet haben für die Privaten. Sie werden das Geld, so wie es derzeit aussieht, was sie damals reingesteckt haben, mehrfach wieder zurückbekommen haben. Ein glänzendes Geschäft und vor allem ohne wirtschaftliches Risiko. Obwohl den Konzern die Berliner Wasserbetriebe nur knapp zur Hälfte gehören, haben sie auf Grundlage der Geheimverträge bislang 65% der erwirtschafteten Gewinne erhalten. Ob das fair ist, möchte der deutsche Veolia-Chef Michel Kühnack nicht entscheiden. Das ist eine sehr gute Frage. Fair, ich habe nicht zu sagen, das ist fair oder nicht. Ich glaube, das ist das Unternehmen, die in Berlin, für Berlin, bringt am meisten Geld. Die Frage ist nicht, ob es ist fair oder nicht. Die Frage ist, was ist dem Ziel der Land Berlin? Nach Offenlegung der Verträge könnten den Partnern allerdings nun rechtliche Probleme ins Haus stehen, vermutet der Jurist Hans-Peter Schwintowski. Er hält insbesondere die Gewinngarantie für rechtswidrig. Nach meiner Meinung ist eine solche Garantie ohne die Zustimmung der Brüsseler Kommission nicht möglich, weil es sich dabei um eine Beihilfe handelt, die man in Brüssel hätte anmelden müssen. Und da man das nicht getan hat, ist das gesamte Gefüge nach meinem Eindruck im Augenblick rechtswidrig. Der Berliner Senat weist diese Kritik zurück, da der gesamte Vertrag der Europäischen Kommission vorgelegt und von ihr nicht beanstandet wurde. Doch angesichts der anhaltenden Protestwelle in der Bevölkerung, der zu einer Volksabstimmung während eines Wahljahres geführt hat, will der Berliner Senat für mehr Transparenz bei der Zusammenarbeit mit Privaten sorgen. Dazu hat er das Berliner Informationsfreiheitsgesetz novelliert, in dem die Auskunftsrechte der Bevölkerung geregelt sind. Senator Harald Wolf. Für die Zukunft gibt es in diesem Gesetz die klare Verpflichtung, dass derartige Verträge als öffentliche Verträge abgeschlossen werden. Das Land Berlin wird ja diese Abwägung vornehmen und nach dieser Abwägung entscheidet es und veröffentlicht. Thomas Rudeck vom Berliner Wassertisch hält die Novelle für einen zahnlosen Tiger. Denn wie zuvor gibt es keine neutrale Instanz, die über die Veröffentlichung der Verträge entscheidet. Das ganz Entscheidende ist, wer übernimmt diese Abwägung? Wer wägt ab, was ist wichtiger, das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis oder ist wichtiger das öffentliche Informationsinteresse der Bevölkerung? Und diese Abwägung übernimmt keine unabhängige Stelle, wie wir das gefordert haben. Diese Abwägung übernimmt die Behörde, die den Vertrag abgeschlossen hat. Gut, nun kann man sagen, man kann ja dann dagegen klagen auf Akteneinsicht. Das Problem ist nur, wir wissen ja gar nicht, wo geheime Dokumente liegen. Außerdem, es gibt keine Rechtsfolgen. Das bedeutet, wenn Verträge auch nicht offengelegt werden, dann gelten die weiter. Es gibt keine Rechtsfolgen. Unser Gesetz ist da viel weitgehender. Wir sagen, Verträge, die innerhalb eines Jahres nicht offengelegt werden, sind unwirksam. Auch Dieter Hüsken von Transparency International erwartet, dass das neue Gesetz einige Fallstricke bereithalten dürfte. Das ist eine sehr unglückliche Regelung, die überhaupt in der Praxis noch nicht ausprobiert ist. Wenn hier die beiden Privatisierer nicht mitspielen, wenn die Landesregierung eigentlich nicht möchte, dass zum Beispiel noch Nebenvereinbarungen bekannt werden, die vielleicht dann doch noch da sind, die können ja auch mündlich oder mit kleinen Papierchen nebenbei, also gar nicht mit offiziell Vertrag überschrieben, durchaus geregelt sein. Und das ist schwierig, da jetzt ranzukommen. Den politischen Schaden, den Geheimverträge mit Privaten verursachen, hält Ernst Ulrich von Weizsäcker für gravierend. Wenn man Misstrauen sät durch Geheimhaltung, dann wird ein ganz wesentlicher Teil unseres bürgerlichen Zusammenhalts geschädigt. Wir wollen doch ein gemeinsames Volk sein mit einem gemeinsamen Anliegen. Und wenn da überall Misstrauen vorherrscht, weil geheim gehalten worden ist, dann ist es mit Sicherheit schlecht für unsere Gemeinschaft. Die Abgeordnete Heidi Kosche beobachtet durch die Heimlichtuerei einen Vertrauensverlust. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass sich da so eine Klasse gebildet hat, die eigentlich denkt, ihnen gehört das alles, sie können machen, was sie wollen und sie haben nicht einen Hauch von Rechenschaftspflicht. Und das ist fatal, besonders eben auch für das Verhältnis Politik-Wählerinnen-Wähler, weil das basiert auf ganz dünnem Vertrauen zurzeit. Und das Vertrauen ist das wichtigste Gut, was wir haben miteinander. Wenn die uns nicht vertrauen, dann funktioniert das nicht und das ist schädlich für die Demokratie. Politiker können an der Intransparenz durchaus Interesse haben, meint der Jurist Hans-Peter Schwintowski, denn Geheimverträge machen das Regieren erstmal leichter. Je mehr der Staat ins Privatrecht flüchtet, desto größer wird das Demokratiedefizit, das wir haben.
Einige Politiker finden das auch gut, wenn sie Bürgermeister in einer Gemeinde sind und die schwierigen Fragen in ein privates Unternehmen auslagern können. Dann können Sie die gesamte öffentliche Diskussion um diesen Fragenkreis einfach dadurch beenden, indem Sie das auf das private Unternehmen überführen und nun auf den Geheimnis- und Vertraulichkeitsschutz verweisen. Auch Ulrich Müller von Lobby Control hält die unsichtbare Politik, die mit Geheimverträgen betrieben wird, für gefährlich. Prominentes Beispiel ist für ihn die am 9. September 2010 beschlossene Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Einige Tage später kamen Geheimabsprachen ans Licht, in denen die Bundesregierung den Energiekonzernen weitreichende Kostendeckelung garantierte, sollten in Zukunft neue Atomsteuern erhoben oder Sicherheitssysteme nachgerüstet werden. Das Interessante ist tatsächlich, dass natürlich Politik, dass es auch einen Verrechtlichungsprozess gibt. Und dass es generell ein enormes Problem ist, wenn politische Entscheidungen über Verträge geregelt werden. Bei Atomdeal geht genau darum. Ja? Also es gab den Atomausstieg unter Rot-Grün, aber die Industrie hat das nicht akzeptiert. Also die vier großen Energiekonzerne wollen deswegen sozusagen das so regeln, dass es zumindest die Politik sehr viel kostet, aus dem Vertrag wieder rauszugehen. Oder ich meine, auch bei Stuttgart 21 ist es auch genau die Rahmenvereinbarung. Die Rahmenvereinbarung findet sozusagen lange vor der eigentlichen Bürgerbeteiligung, also vor der Kernbürgerbeteiligung und Planfeststellungsverfahren und so weiter statt. Ja? Dient dann aber immer als Referenz zu sagen, hier, das ist aber unterschrieben worden. Ja? Für ihn gäbe es eine ebenso simple wie wirkungsvolle Maßnahme, die Ursache des Vertrauensverlustes zu beenden. Die Politik könnte auch einfach sagen, wir schließen keine Verträge mit Unternehmen, die nicht bereit sind, dass der vollständige Vertrag offengelegt wird. Dieter Hüsken von Transparency International geht davon aus, dass sich strikte Geheimhaltung immer schwieriger sicherstellen lässt. Also mit Sicherheit haben die Informationsfreiheitsgesetze und was WikiLeaks jetzt macht, einen Wechsel weg von der Geheimhaltung. Die Verwaltung, die Politik weiß, dass sie eigentlich kaum noch Chancen hat, Dinge wirklich vollständig geheim zu halten. Enthüllungen nach dem Zufallsprinzip durch WikiLeaks und Co. sind für den Journalisten Werner Rügemer allerdings kein geeignetes Mittel, um demokratische Prozesse nachhaltig zu stärken. Solche Aktionen wie von WikiLeaks, die können kurzfristig das Problem erhellen. Aber diese Art, auf den anonymen Informanten zu warten, das ist illusionär und ohne Perspektive, meine ich. Es kommt ja darauf an, Prozeduren zu entwickeln und auf Dauer zu stellen, die demokratischen Prinzipien entsprechen. Und da müssen eben sehr viele Menschen sich engagieren, wenn die Akteure nicht da sind, die etwas langfristig durchstehen können, wie eben die Akteure etwa in Stuttgart, dann werden wir durch solche Methoden wie WikiLeaks keine Veränderung bewirken. Hans-Peter Schwintowski hält daher Transparenzregeln für sinnvoll, die für alle Unternehmen gelten, in denen der Staat mit privaten Partnern zusammenarbeitet. Eine Hauptpräventivmaßnahme wäre, für öffentliche Unternehmen einen Kodex zu verlangen und zu schreiben. Und in diesem Kodex legen wir fest, welche Informationen aus dem Unternehmen veröffentlicht werden. Ein privates Unternehmen, das sich in Zukunft an einem öffentlichen Unternehmen beteiligt, weiß dann, dass es bestimmten Transparenzpflichten unterliegt, die es als rein privates Unternehmen nicht hätte. Es muss also überlegen, ob die Beteiligung an einem öffentlichen Unternehmen ihm das wert ist. Keine Geheimnisse mehr, alle Karten auf den Tisch? Solange die neuen Regeln für alle gelten, hat Veolia Deutschland-Chef Michel Künack darauf eine klare Antwort. Wenn es ist der Will der Auftraggeber, warum nicht?